Hallo meine lieben Freunde, da sind wir bei einer kleinen Episode von Kratos Sim und wir stellen uns neue Nachbarn und ihr seht schon so ein bisschen, es könnte Arnold Schwarzensim sein. Ja, wir erstellen uns nämlich heute die Nachbarn, die sich jeder wünscht, die Expendesims. Und am Ende teile ich das Ganze natürlich wieder. Ich habe mit Arnold Schwarzensim hier angefangen und das Tolle ist ja, man kann ja die Sims auch, sag ich mal, als Opas übernehmen. Er ist natürlich ein sehr cooler Opa. Es ist der Terminator Arnold Schwarzensim. Dann, wie sie als Erwachsene aussehen. Da könnte man den Governator Arnold Schwarzensim machen. Als Teenager oder als Kinder zum Beispiel. Das ist Arnold Schwarzensim als Kind. Hättet ihr das jemals gedacht? Und er hat schon das Selbstsicher-Merkmal hier übernommen quasi. Aber wir wollen ja Arnold Schwarzensim als Erwachsenen machen. Genau so, wie wir ihn in Erinnerung haben für die Expendesims. Und wer darf bei den Expendesims auch nicht fehlen? Natürlich Sylvester Stallone. Und das Schöne ist ja, wir können ja selbst Arnold Schwarzensim unterschiedliche Outfits verpassen. Alles, was wir wollen. Und wer wollte nicht schon immer mal einen Star anziehen? Dressman und so. Hier habe ich zum Beispiel den Governator-Style für die Abendgarderobe, ja. Der Governator hat gesprochen. Also ich finde schon, es ist relativ gut geworden für Arnold Schwarzensim. Oh Mann. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die Sportbekleidung natürlich im Tarnoutfit. Ein Expendesim geht natürlich nur im Tarnoutfit auf die Straße. Dann haben wir hier noch das Schlafen und ja, das Partyoutfit. Wobei beim Partyoutfit, glaube ich, da können wir noch ein bisschen Make-up auflegen. Sowas zum Beispiel. Oh, der traurige Clown und der lachende Clown. Ja, er hat die Mundwinkel sowieso so ein bisschen weit nach unten. Er braucht ein klein wenig, wie soll man sagen? Nein, das passt nicht wirklich zu Arnold Schwarzensim, wir wissen es. Aber das Tolle ist ja, wir haben ja auch verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel, warum nicht beim Sport einen lustigen Stoßhelm als Tiger tragen? Ja, also immer rundum geschützt mit dem Tigerhelm. Oder Kalimero. Hut der Schande. Oh. Es besteht ein feiner Unterschied zwischen herrlich bekloppt und ausgesprochen merkwürdig. Diese Kopfbedeckung hat definitiv die Grenze überschritten. Okay. Was haben wir hier noch? Streifen sind die perfekte Tarnung. Polstermöbel aus Kunstfell sind total im Trend. Hier, also wenn du im Trend sein willst, Arnold Schwarzensim, beim Sport, dann ziehst du am besten sowas an. Was haben wir hier noch? So ein total tolles Musterdingsbums. Oh, hier. Tiger. Wecke den Tiger in dir. Aber ich glaube, da gefällt mir das schon wesentlich besser. Ich glaube, so würde Herr Schwarzenegger selbst auch gern mal rumlaufen. Traut sich nur nicht durch die ganzen Medien. Wer würde ihn denn perfekt ergänzen, außer Chef Flitter am soon. Sylvester Simeon. Ja, der sieht natürlich noch nicht aus wie Sylvester Simeon. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Arbeit hier in die ganze Sache reinstecken. So, jetzt machen wir erstmal den Booty. Für den Booty-Builder. So. Achso, Unterhosen. Was haben wir denn an Unterhosen schon mal zur Auswahl? Für Sylvester Simeon. Unterwäsche. Es gibt nur die eine Art von Unterwäsche. Ja. Was Sylvester Simeon unten drunter trägt. Am besten etwas, was sich nur wahre Männer leisten können. Nämlich ein roter Boxershort. Tja, und der Bart muss definitiv weg. So, Sylvester. Wie sieht denn Sylvester Stallone aus?
Er hat auf jeden Fall auch so ein etwas breiteres Gesicht. Die Augen. Ja, der hat so kleine. Ja, die sind groß. Er hat so kleine. Ja, keine Schlitzaugen, aber. Hat schon so kleine Schweineaugen, glaube ich. Das ist ja riesig. Wieso sind die Augen so groß? Und er hat einen ziemlich breiten Kopf, glaube ich, hat er. Und ein sehr markantes Kinn. Was könnten wir ihm denn mal für ein paar Kinn verpassen? So eins hier, so. Hat doch meistens ziemlich krasse Lippen, der Typ. So, Augenbrauen sind nicht ganz so dick wie Arnis, glaube ich. So ein bisschen in der Art. So wird ein Schuh draus. Ah, so macht man die Augen ein bisschen kleiner. So schiebt man. So schiebt man sie auseinander und zusammen. Und man kann. Man kann sie auch drehen. Man kann es drehen und wenden, wie er will. Wie man will. So zum Beispiel. Ja, das hatte schon tatsächlich Sylvester Stallone Züge. Haare. Ja, Haare hat er auch. Meistens ja ein bisschen längere. Entweder so oder so Rambo-Style. Kann mal gucken, was haben wir noch? Nee, das passt nicht. Nein. Also entweder so Rambo-Style oder. Gerade mal gucken. Oder so hier, aber ich glaube so Rambo-Style passt da eher. Er hat schon ziemlich dunkle Haare. So, dann haben wir noch ein paar Falten auf der Stirn, der gute alte Rambo. Und natürlich markantes Gesicht. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Kinn und so ein bisschen ausarbeiten. Hat er einen breiten Mund oder hat er eher einen schmalen Mund? Ich bin Rambo und ihr müsst mich respektieren. Das wird natürlich so ein bisschen Karikatur-Style, ne? Weil das sind ja auch die Sims. Ah, ich glaube, das hier ist schon. Macht sich schon ganz gut. So ein etwas. So ein markanteres Rambo-Kinn. So, ein bisschen Detailbearbeitung muss man hier natürlich auch noch machen. Wupp. So ein bisschen hervorheben. Die Lippen, ja. Diese Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Oh, mein armer Rambo. Es tut mir leid, was ich hier mit dir tue. Aber es ist zum Wohle der Gemeinschaft. Oh. So, ziemlich markant auf jeden Fall. Ja, das passt schon mal ganz gut. Bitte nimm's mir nicht übel. Aber ich tue es nur für unsere Nachbarschaft. So ein bisschen breiteren Hals, weil es ist ja Bodybuilder. Und man erkennt es an der Figur, und vielleicht noch nicht jetzt erkennt man es an der Figur. So, er ist natürlich auch ein erwachsener Sim. Schon. Er ist kein Teenager-Sim mehr, weil bei The Expendables war er schon älter. Ja, ungefähr in dem Alter, aber. Ich glaube, die Haare kann man dann vom Style her nicht mehr färben, wenn sie einmal alt sind, oder? Ja, doch. Im Film sehen sie allerdings immer noch ein bisschen jünger aus. Das wäre dann der alte Sylvester Stallone hier, Copland und so. Schon ein bisschen aufgequollen, naja. Aber ich glaube, wir machen ihn lieber als erwachsenen Sim. So ein bisschen Rambo-Style. Erinnern wir uns in die guten jungen Jahre von Sylvester Stallone. So. Kann man schauen. So.
Muskeln sind aufgebaut. Bis zum Maximum. Ja. Genauso wie bei Arnold Schwarzenegger hat er natürlich viel trainiert und ist ein Expendable. Und jetzt gucken wir mal, was wir ihm für eine Stimme geben können. So, dann geben wir ihm was für einen Gang. Hallo, ich bin Sylvester Stallone. Alle müssen mich lieben. Aha, ich bin Sylvester Stallone. Oh yeah, baby, I'm sexy and I know it. Ah, ich entdecke gerade meine feminine Seite. Wollen wir nicht die Expendeliden machen? Ich bin ein Expendable. Niemand kann mich aufhalten. Ich bin Sylvester Stallone. Wir hatten gerade einen langen Drehtag gehabt. Ich komme vom Dreh. Ja. So, Mama, so passt zur Unterhose. Das können wir eigentlich fast so stehen lassen, wie es gerade ist. So, Schuhe. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar Stiefelchen, die man. Oder so, ja. Geht zu den Punks über, eher. Ja, aber ganz ehrlich, entweder sowas in der Art oder sowas. Das ist eher so dieses Jungle-Style, Expendables-Dingsbums. So, jetzt brauchen wir nur noch eine passende Hose. Ja, sowas passt doch dazu, glaube ich. Auch schön in schwarz. Ich glaube, das kann man so nehmen. Sowas? Nein. Sowas? Nein. Nein. Ja, genau! Ha! Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Was hat er denn hier? Bewundert die Welt durch eine sterngeschmückte Brille und staune, wie sehr die Welt dich bewundert. Oh ja, was haben wir noch für Farben? Aha, das passt total. Und genau so sieht Sylvester Stallone immer auf einer Party aus. Also, wenn ihr mal wissen wolltet, wie Sylvester Stallone sich auf einer Party anzieht, jetzt wisst ihr wenigstens, wie sich Sylvester Stallone auf einer Party anzieht. Ach komm, wenn schon, denn schon, oder? Passt zu den Schuhen. Ja, genau so geht er auf Partys. So, und beim Sport hat er seine wunderschöne Sportbrille auf, warum auch immer. Wieso hat er eigentlich rosa Söckchen an, bitteschön? Kann mir das mal einer verraten, wie das jetzt hier so zustande kommt? Ich habe das nicht ausgesucht, ich hab das nicht ausgesucht. Ja, wir alle kennen Jason Statham. Er hat ja nicht so viel Haare hier. Ich guck gerade mal, ob es eine Frisur gibt, die da so ein bisschen annähernd rankommt. Was macht eigentlich der Bart da unten? Weg damit. Ich wollte Augenbrauen wollte ich. Sind das die richtigen? Nein, ich glaube nicht. Das ist schon eher sowas. Ich finde es lustig, dass man die Augen auch rotieren kann. Sehr seltsam. Da kann man ja richtig Außerirdische mitmachen. Er hat große Rehaugen. Oh mein Gott. Und er hat ganz schmale Lippen. Ganz schmale Lippen. So. Ah, sieht gar nicht komisch aus. Ich glaube, wir können ihm doch noch ein paar Stirnfalten geben, weil ich glaube, Jason Statham denkt viel nach und hat auch sehr krasse Stirnfalten. Von der Seite passt vielleicht sogar. Von vorne. Passt noch nicht so wirklich. So, sein Hals ein bisschen dicker machen noch. Ha, und das passt. Ja, Jason, da bist du endlich. Mensch, schönen Arsch hervorheben noch in der Hose. Wenigstens einer von den Expendables muss ja hier den Arsch in der Hose haben.
So, wie läuft er denn bei den Expendables immer so rum? Jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen gerade. Ich glaube auf jeden Fall auch solche coolen Hosen, dann irgendwie so ein paar Sneaker oder sowas. Ja, in Blau. Und er hat dann immer so eine Mütze auf, glaube ich. So ein Basecap. Ja, genau so eins. Oder das. Oder so eine Wurstpelle ist auch gut. Ja, ich bin der Tod. Du kannst dir deinen eigenen Tod entwerfen hier. Wo sind denn die Basecaps? Baseballmützen. Ich glaube, bei den Expendables immer so ein schwarzes Baseball-Cap auf. Und dann kriegt er natürlich auch noch so eine verwegene Sonnenbrille. Ah. Ich sagte verwegene Sonnenbrille. Genau sowas sind. Oder hier ist auch sehr schön. Passt total gut zur Mütze. So, mit silbernem Rahmen. Und da ist er. Jason. Expendesim. So, dann nehmen wir aber mal was anderes, was der gute Herr von und zu nicht hat. Oh ja, er geht gerne in zerrissenen, kaputten, kurzen Jeans joggen und zeigt seine Beine und seinen Arsch. Und er hat gerne seine roten Kickersocken an. Oder seine blauen. Oder was passt denn ein bisschen besser zum Outfit hier? Was Graues oder... Hier, das passt doch super zum Fußballspielen. Aber da er ja in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden will, braucht auch er wieder die coole goldene Sonnenbrille natürlich. Was sonst? Für Partys braucht man einen Partyhut, denn ich weiß, er steht auf Hüte. Hat er mir letztens gesagt. Party! Und eine coole Brille braucht er natürlich auch. So, eine Brille, die natürlich auch zum Hut passt. Er ist ein Stimmungsmacher. Er weiß, was andere Sims wollen. Und er hat immer ein schickes Hemd an. Gibt's das in verschiedenen Farben oder was? Irgendwas in bunt? Hier, das passt doch zum Hut. So, und dann noch eine schicke Hose. In Rot. Gewagt! Aber wer es tragen kann? Und wir wissen alle, er kann es tragen. What a shoots day. Okay, du bist ein echter Gangster, aber du gehörst nicht zu den Expendesims. Wer auch immer das sein soll. Auf jeden Fall voll der Gangster-Rapper hier. Jet. Ihr wisst, wer jetzt kommt. Simli. Jet Simli. Hey, da ist er. Brauchen wir gar nicht groß verändern, nur den Bart weg, dann passt das. dieser Hoodie, warum hat er denn so einen Hoodie an, bitteschön? Ach, das ist direkt so eine... Oh ja, bitte geh als Würstchen, bitte. Die Chinesen, die sehen ja eh alle gleich aus. Nein, war Spaß. Oh ja. Erkennt man sofort, dass das Jet Li ist. Das ist... Oh, diese riesigen Augen. Er hat so ein bisschen eher diese, glaube ich, etwas rundlichere Gesichtsform. Ah, dafür ein etwas breit... Oh, ne, nicht so krass, oder? Etwas breitere Nase. Ich will es aber nicht zu breit machen. Obwohl, bei Karikaturen so muss man ja aber ein bisschen übertreiben, wenigstens. So, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Und wir müssen beachten, er ist ein kleiner, drahtiger Chinese, der kaum Fett am Körper hat, aber dafür ein paar Muskeln. Also sagen wir mal, er ist nicht so über
bodybuildet wie die anderen vielleicht. So. Ich denke mal, das passt. Ja, lieber Jet Simly, da bist du. Du gehörst ganz mir und ich kann machen, was ich will. Und als allererstes geben wir dir mal einen vorgefertigten Expendable Sim Look. Ich weiß gar nicht, wie er bei den Expendable. Ein Emo-Look. Ist ja was für Frauen, oder? Wie süß. Ein Expendable Emo-Look. Ja, das kommt auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung hier. Ja, die haben alle immer schwarze Klamotten und schwarze Hüte und so an bei den Expendables. So, die kriegen auf jeden Fall die gleichen Hosen. So, dann machen wir mal ein paar... Oh ja, das haut schon. Ich glaube, so würde er tatsächlich immer rumlaufen. Nein, ich glaube nicht. So hier. Ich finde das hier gar nicht mal so schlecht. In welchen Farben gibt es das denn noch? Ja, das ist hier wie in The Tuxedo. So ein bisschen. Mein Name ist Clark Kent. In einem roten Trainingsanzug mit seiner roten Sonnenbrille, wollte ich sagen. Und genau diese ist es. In Rot natürlich. So macht er immer Sport. Mit nicht Puma, sondern Lama-Outfit. Wen machen wir denn jetzt? Wen machen wir denn jetzt? Ah, wen haben wir denn noch nicht gemacht? Zomboom Inabosh. Ja, genau, die gehört auch schon immer dazu. Die ist doch immer die Frau, die im Hintergrund langläuft bei den Sims. Bei den Expende-Sims. Ja, genau, es gab ja noch diesen Afroamerikaner. So, ich habe ihn gefunden, meine lieben Freunde. Das ist Terry Crews gewesen. Der hat ja immer keine Haare. Deswegen machen wir das schon mal weg. Aber dafür hat er immer einen Fashion Bart. Sowas in der Art hier. Wieso hat er hier eigentlich solche Dingsies? Kann ich die Ohrläppchen eigentlich noch gestalten? Weil es hat ja nicht jeder so angewachsene Ohrläppchen. Ah ja, der hat nämlich ein bisschen längere Ohrläppchen. Das habe ich schon gesehen. So. Boah, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, von der Hautfarbe her, ist das passend oder ist das noch ein Touch? Ein Touch, ein ganz kleiner Touch. Ich glaube, das passt eher. Das ist ziemlich krass. Das passt, glaube ich, besser. Ich weiß nicht. Was sagt ihr, so oder so? Ich glaube, so ist es schon hauttechnisch korrekter. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Es kann auch manchmal am Licht liegen von den Fotos, die man so hier findet. Ja, auf jeden Fall passt das schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir ihm nur noch ein entsprechendes Expendable Outfit geben. Ja, das passt wieder nicht, weil es nämlich in Schwarz gibt. Ha. Nein. Ja, süß, aber nicht Expendesims genug. Oh, hier. Da hier, Punkrock. Punkrock! Habe ich irgendwo Lederjacken? Vorgefertigte Looks. Ich muss es tun. Es tut mir leid. Ein roter Emo. Wo ist denn... Es gab doch hier auch irgendwo diese Lederjacke oder sowas. War das das hier? Ne, die hier. Nur in Schwarz, ne? Ah, genau. So, und dann wie immer, ne? Ihr wisst, gleichen Hosen. Gleiche Hosenrechte für alle. Und natürlich, Brillen.
gleiche Brillen für alle. Das bedeutet, wenn wir alle die gleiche Brille aufsetzen wollen. So. Haha, jawohl. Obwohl, mit dem silbernen Rand sieht bei ihm, glaube ich, fescher aus als bei den anderen. So, und dann haben wir doch irgendwo bestimmt noch so ein... Er hat auch immer so ein schwarzes Kopftuch auf. Jawohl. Wir brauchen... Sir Pavich, oh mein Gott, wer bist du denn? Guckt euch die fette Frau an. Und wenn sie alt ist, ist sie noch fetter. Ich bin Nase Scheiben. Wie sieht die denn als Kind aus, bitteschön? Oh mein Gott! Die Frisur. Alter. Okay. Wir sollten vielleicht mal so lange durchwürfeln, bis wir Dolph Lundsim bekommen. Komisch, dass sie mal alle dunkelhaarig sind. Es gibt gar keine blonden Sims. So. Dolph Lundsim, komm schon. Oh, es gibt so viele Attribute, weißt du, mit so vielen Sims, die man erstellen kann. Wahnsinn. Was da schon alleine für tausende von Typen rauskommen an verschiedenen. Na gut, wir beschäftigen uns jetzt mal mit Dolph Lundsim. Bisschen Schumi-Style, hä? Lacht er so sehr? Er ist eher ein Expend-Sim, deswegen hat er nichts zu lachen. Hat er eher so einen länglichen oder so einen breiteren Kopf? Bisschen abstehender machen hier. Sieht lustiger aus. So. Die Augen. Hat doch hier unten irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Schatten an den Augen bekommen. Ah, nein, nicht die Haare wegnehmen. Achso, man kann es ja rückgängig machen. Puh, Schwein gehabt. Wo war denn das mit dem Make-up hier? Ja, so ein bisschen dieses... Schon, ah, es ist so spät. Oder, hallo, meine Lieben. Wir sind hier nicht am Drehort von S. Wir sind hier bei Expendisims. Oh, das habe ich ganz vergessen. Eieiei. So. Geben wir ihm noch dieses männlich markante Kinn. So, ein bisschen die markante Nase. Ja, doch, schon. Ne? Schade, dass man hier oben nicht kleiner machen kann als da unten irgendwie. Also, ich meine, dass man den Kopf hier oben nicht in der Form kleiner bekommt als dann unten. So, ich... Das... Ja... Doch... D-
es könnte schon langsam so in die richtige Richtung gehen. Wir müssen ihm noch den 3-Tage-Bart auf jeden Fall verpassen. Den dunkleren. Oder machen wir ihm gleich hier den männlichen 3-Tage-Bart. Ich weiß gar nicht, wie hat er denn bei den Expendables eigentlich immer seine Frisur? Ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt, das kommt schon hin. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal die Klamotten wieder machen, wie immer. So, Buddy-Style-mäßig, wie machen wir das dann? Oh, Pambo. Ja, er ist zwar noch fit, aber nicht mehr so fit. Ja, leider hat er sich dann in den Jahren doch ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich dem Alkohol und den Drogen zugewandt, schätze ich mal. So, er hat natürlich total den Style-Berater, der ihn da anzieht, deswegen sieht er immer gut aus beim Sport. Schlafanzüge, ja. Er geht gern nackt schlafen, um zu zeigen, was er hat. So, ihr werdet es kaum ahnen, wenn wir jetzt gleich als nächstes machen werden. Ja, den Chuck Norsim. Ja, Chuck Norsim, eine Legende unter den Sims. Und eine Nase kriegt er natürlich auch noch. Oh, wie groß geht denn der Kopf noch zu ziehen? Wahnsinn. Unter dem Bart versteckt sich nur noch ein Bart. Ganz bestimmt. Ich glaube daran. So, die Augenbrauen. Zur Faust geballt. Jeder Blick ist ein Roundhouse-Kick. So ist der. Unser Chuck Norsim. Das ist quasi der Kronk unter den Sims. Unter den Chuck Norris Sims. Okay, Chuck. Ich glaube, das haut ganz gut hin mit uns hier. Ich muss nochmal ganz kurz noch dich verformen. So, er ist ja nicht. Er ist ja jetzt nicht der crazy Bodybuilder, aber dafür hat er sich für sein Alter immer gut in Schuss gehalten. Der gute Chuck. Und was nicht fehlen darf bei ihm, ist natürlich ein entsprechender Hut. So ein Walker Texas Ranger Cowboy Hut. Und natürlich die coole Walker Texas. Er ist der Einzige, der eine goldene Sonnenbrille verdient hat und auch tragen darf von den Sims. Ansonsten ist er immer nackt unterwegs. Oder hier, oh, das kommt doch mal cool. Das ist doch mal ein richtiges Cowboy-Outfit. Na, wer es tragen kann, auf jeden Fall, ne? So, da war aber keine Sportschuhe dazu, sondern richtige Cowboy-Boots natürlich. Kann mal gucken. Gibt's auch in Schwarz. Aber auch selbst in Braun oder passend zu den Haaren kann man es auch tragen. Ja. Chuck Norsim, das ist er. Wow, wow, wow. Und, ja, ihr könnt diese Expendesims natürlich dann auch runterladen. Und auch mit denen selbst spielen. Ich meine, klar, es ist etwas viel für einen Haushalt jetzt, aber ihr könnt ja auch das Ganze immer verändern. Das heißt, ich speichere das Ganze jetzt unter den Expendesims, gemacht von OComic. Und ihr könnt diese Expendesims hier dann downloaden. Ihr habt auch Hashtags Expendesims, Celebrity, Expendables. Speichere das Ganze, überschreibe das meinen alten Haushalt und dann kann ich ja vielleicht noch ein paar andere hinzufügen. Ihr könnt auch gerne mal gucken, wie sah denn eigentlich Chuck Norris als Kind mal aus? Genau so hat er ausgesehen. Und hier ohne Bart.
Für Mams, ihr Feuer? Warum auch immer er den Bart jetzt verloren hat. Aber falls ihr schon immer mal wissen wolltet, ob Chuck Norris unter seinem Bart noch eine Faust hat. Nein, es ist sein Kinn, die aussieht wie eine... das aussieht wie eine Faust. Ah, dieses Galerieobjekt wurde mit gekauften, kostenlosen angeputzt. Ja, weil da ein paar Artikel drin sind, die es halt so normalerweise vielleicht nicht gibt. Aber dann kann man den anderen ja auch irgendwas anderes anziehen. Und ihr seht, ich teile den Haushalt jetzt in meiner Galerie und werde dann beim ab und zu vielleicht noch einen weiteren Expendesim hinzufügen. Ihr könnt mir ja mal eure besten Entwürfe der Sims sagen. Und dann schauen wir einfach mal, dass ich die auch mit in die Nachbarschaft von unserer lieben Gamer-WG mache. Und das nächste Mal gucken wir uns mal an, wie wir die Expendesims am besten unterbringen, vielleicht noch irgendwo in der Nachbarschaft, dass wir sie ab und zu mal treffen. Also meine lieben Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Oh, das gibt böses Blut, ich sehe es schon, weil die Müllabteilung jetzt hier ist. Schlagzeilen, Riesenmonster bedroht die Stadt. Was, wo, nein, Riesenmonster, weg. Was willst du? Geh weg. Oh, ein Riesenviech. Godzilla! Was kann ich dagegen tun? Wahrscheinlich nichts, oder? Maxis Man, hilf mir.